Hallo und willkommen zurück zu Queen's Wish. Und dieses Mal werden wir nach hier unten gehen zum The Nilemans. Schreibe ich mal, red mal auf. Nile. Doppel-L. Manse. So. Dann wollen wir mal. Und Musik. Dum 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 dum. So. Dann laufen wir darüber. Da ist noch eine News. Okay, da wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. The ground starts to squish under your feet. Slime oozes out of the earth and sticks to your shoes. It's disgusting. The calamity is done, but some residual dark magic remains on this land, infesting it with goo. Okay. Was ist das? Zombie. Flup. Okay. Blub, blub. Ja, komm, machen wir das doch noch. Jo, dann werden wir da mal schießen. Wobei, schießen wir auf den, gucken wir mal, dass wir den kaputt bekommen. Okay. Ne. Okay, und dann nehmen wir den nächsten Zombie. Also 3 Energie, das ist eigentlich zu mehr als ich da ausgeben will. Nein, machen noch mal und dann schießen wir. Jawohl. Na toll. Sehr gut. Dahin. Schwertchen und Bleeding Immune. Buff. Jo. Spratz. Ne. Ja, das ging doch ziemlich gut. Und das Mana sollte jetzt eigentlich quasi wieder voll sein. Ja, oh, da waren jetzt noch welche. Dann pusten wir die auch direkt um. Und der hat wieder volles Mana. Dann wurzeln wir den weg. Wechsel.
Okay, super, greifen den an. Und wusch die Wusch. 8 Schaden. Ja. Okay. Passt. There's an old crumbling stone tower at the end of this valley. It is speckled with mud and slime. No humans have been up there for many a year. Explore the tower. Inside the tower you find an abandoned living quarters and a surprisingly intact alchemical workshop. Someone spent many years making potions out here. Examine the equipment. You can't tell when the alchemist left. It's been years at least. Whoever it was, they left fast. The shelves rotted, the jars fell to the floor and smashed, and the goo inside oozed into the ground. You find one thing of value, a potion flask, miraculously intact and still sealed. Take the potion. This is probably an enchanted potion flask. Seems it will be very useful. You put it in your pack. Loot and burn down the tower. First, you help yourself to everything you can sell, then you light a torch. The goo and slime is surprisingly flammable. Soon the tower is ablaze. The vile stuff will no longer seep into the earth. Maybe in a few years, nature will reclaim this accursed valley. As you run out of the tower, you find an unpleasant surprise. The heat and vibrations have caused several towers of goo to rise out of the earth. Naja, gut, die werden wir wohl auch noch überleben. Oh, okay, das ist großes Gu. Großes Gu! Hast du großes Gu gemacht? Dann gucken wir mal. Jawohl. Wupp. Ja. So, der müsste auf jeden Fall möglichst schnell nach da unten. Okay, das haben sie auch noch. Bleeding. Dann machen wir hier auch noch die Skeletten. Ja. Fup. Ich schätze mal, danach muss ich dann doch wieder zurück in die Stadt zum Heilorn. Nehmen wir den. Stone Resisted. Oh. Sehr schön, ordentlich Aua. Das hat schon wehgetan. Dann heilen wir den. Ensnared.
heilen. Holla die Waldfee. Ja. Oh, der hatte zwei? Wieso hatte der zwei? Hab ich die beide auf den gesetzt? Vulnerable. Gott. Spratz. Ne, der hat auch noch eins. Okay. Woher hatte der andere dann noch seins bekommen? Okay, es geht dann automatisch weg. Oh, da ist nochmal Schleim. Aber da werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich heile. Abgehängt. So. Wie sah das hier aus? Da fehlte mir noch was. Da haben wir aber nach wie vor nicht genug Steine für. Ich könnte jetzt nochmal nachschauen, ob die Steine vielleicht jetzt in der Zwischenzeit oben angekommen sind, weil ein Tag ist ja noch vorbeigegangen. Not jetzt. Okay, dann halt nicht. Dann laden wir nochmal. Wir sind jedenfalls wieder voll. Naja, die müssen dann wohl auch weg. Drei davon. Na, eigentlich hätte ich mir das sparen können. Wobei, machen wir das mal so und dann können wir den anderen Buff nochmal nachträglich draufsetzen. Der müsste halt davon wegkommen. Wahrscheinlich sollte ich mich hier etwas anders aufstellen. Ja, mal mit dem hier rüber. Stun resisted, was haben wir? Stun resist 90%, ja gut, ist vielleicht nicht so klug. Was hat er im Bleed? Steht da nicht. Bleeding. Naja. Er macht halt mehr Schaden, aber... Achso, der Bleed, der stackt dann wahrscheinlich auch. Müssen wir jetzt auf jeden Fall auch wirbeln. Ja.
Schön. Na, den einen hätten wir ruhig noch treffen dürfen. Gut. Heilen wir mal ihn. Der nimmt das und den. Müssen wir auch was trinken. Jetzt habe ich natürlich da meinen Schaden aufgeteilt. Ja, da habe ich jetzt nicht genug Schaden, der da drauf kommt. Weggeblutet. Aua. Das müssen wir anders. Naja, viel anders geht's nicht. Aber gucken wir mal. Mir direkt wieder einen vor die Nase gesetzt. Nee, das war dumm. Ups, falsche Taste. Der eine steht jetzt ein bisschen weiter vorne. Das ist eigentlich ganz praktisch. Wir könnten außerdem direkt ein Skelett casten und mit ein bisschen Glück setzen die Ads dahin. Zwei. Okay. Dann nehmen wir den. Blessing und Haste. Gehen wir hier auf Seite. Und Bleeding. Jo. Guck mal, dass wir den jetzt möglichst schnell erstmal wegbekommen. Sauber.
Das ist ein bisschen blöd, weil da natürlich niemand da hochkommt. Nein. Okay, der kann aber jetzt den hier machen. So. Kann der den erreichen? Ne. Ist weitergelaufen. Da muss der trinken. Sehr schön, Bleeding. Machen wir den direkt wieder weg. Okay. Ja, wirbeln geht leider da immer noch nicht. Daneben. Ja, da müssen wir jetzt mal heilen. Ah, der hätte vielleicht auch den AOE machen können. Gut. Den haben wir aber jetzt. Platsch. Sehr gut. Aua. Shit, das war zu wenig. Ah, wunderbar, kann sich nochmal heilen. Viel Spielraum ist da aber nicht. Den. Ja, gut. Gucken wir mal, dass wir die hier unten möglichst schnell wegbekommen. Die wäre auch verblutet, sehr gut.
Na, ich hätte den untersten nehmen sollen, weil die dann näher rankommen. Zwei. Ensnared, okay. Der hat immer noch die Suppe drauf. Sehr gut. So, rüber. Hört auf damit! Fertig. Das war aber jetzt auch ein Akt. Okay, dann müssen wir direkt mal wieder zurück zum Heilen. Jetzt ist wahrscheinlich der nächste Tag bald vorbei. There is an old Haven estate to the north. The walls of the south gate are crumbling, but still standing. You think you see movement around them. There might be guards there, but you'll have to get closer to see. The Nealmans. You get closer to the remote mansion. There's a crumbling wall guarded by what looks like soldiers of Haven. They saw you approaching a while ago. They are waiting to the gates, bows drawn and aimed at you. Uh-huh. Okay. And you. The warriors at the gate are definitely soldiers of Haven, but with dirty armor and unprofessional behavior. And what are they doing out here? When you get within bow shot, one over-eager soldier cheers. Welcome! We greet anyone who wants to be saved from the doomed colony. We can take you to Sage Dekra. Thank you, I'm Prince Cordon of Haven. There's a long, awkward silence. Someone slaps the soldier who shouted in the back of the head. He says, we are still loyal soldiers, just on duty here, doing nothing wrong. The others shake their heads in disgust. Who was the Sage Dekra you mentioned? Your leader, our leader, the one who found this place. He'll help us survive. You're deserters. Yes, we are. It was our only hope for survival. Haven abandoned us. We have a right to try to live. I would like to join you. The deserters look at each other. There's a brief discussion. They don't lower their weapons. We know your reputation, Prince. You might be speaking truth, but we can't trust you. Just go. Go and leave us alone. We'll shoot you if you get closer. Okay. Was haben wir hier so sonst noch? What do you mean? The other soldiers look at you more closely as they realize who you are. The one who spoke says, the brigands and vassals are coming. They will wipe us out any day. We all know it. We are finding ways to survive. Was the Sage Dekra you mentioned? Our leader, the one who found this place. You're deserters. Yes, okay. You are deserters, surrender or die. I don't care if you're deserted. The deserters look at each other. Okay. Aber dann müssen wir ja sie trotzdem umbringen, fürchte ich. I don't care if you deserted. I would like to join you. Okay, und dann kämpfen sie. Und was, wenn wir hier langlaufen? Dann kämpfen sie auch. Und wenn wir einfach nur zurückgehen?
Schließlich müssen wir ja die Quest erfüllen. Oh, da müssen wir hin. You find a band of Heavenite soldiers patrolling this road. They didn't arrive with you. They're old-timers, the one who held out. They've been walking up and down this road year after year, hoping that you would return. Meeting them is surprisingly not awkward. They don't resent your absence at all. As they kneel and report their status, you can't help but be impressed by the loyalty and tenacity of the soldiers of Haven. Jetzt gucken wir mal. Ah, Chief Miranda is waiting for you. There is a dirty, hungry farmer in the center of the office, hands chained together, held by two guards. The chief says, I'm sorry, Prince, there is a thorny legal issue to deal with, kicked up to us by the tiny hamlet of Carto. They can't deal with it and requested the highest ranking person here to settle it. Alas, that is you. Why I am being asked about this? Tell me more. Miranda reads from a letter. We of Carto sent to Fort Haven one Maximilian, accused of murder. We are utterly unable to determine his guilt. Therefore, by right, we ask Haven authorities to pass the judgment. Maximilian listens quietly to the charges. He has heard this letter read many times before. So what happened then? Miranda continues to read. Maximilian has had a long grudge against Arvin of the same village. Arvin died under suspicious circumstances. The clans of these two men are very invested in this. A decision either way will cause great argument. That, I suspect, is why this is being dumped on us. Maximilian, what evidence have you gathered? Chief Miranda looks embarrassed. Prince, I have struggled greatly to keep this fort intact. I have not been able to leave it to settle village squabbles, no matter how serious. Maximilian, what say you? Maximilian looks up at you, exhausted. He has been imprisoned, terrified of death, for some time. It has worn him down greatly. Prince, I swear, I never saw Arvin that night. He must have tripped and fell in the pond. He was a drunk. Miranda adds, nonetheless, Arvin's clan is very angry. Freeing this man will cause some strife in the village. Where did the crime take place? One night, after both had been drinking heavily, Arvin was found drowned in a pond. Maximilian was seen in the same area. Arvin's clan accuses Maximilian of the murder. No witnesses are available. A heavy rain extinguished all tracks. Miranda says, that's it. That's all we have. I have made a decision. Maximilian looks up at you, hoping his fate will be settled at last. Return Maximilian to the cell. I will gather more evidence. I can't decide. This is too difficult. Maximilian is innocent. I declare Maximilian guilty. Return him to Carto for punishment. Return to cell. I will gather more evidence. Chief Miranda and Maximilian are disappointed, but they are wise enough not to argue. The prisoner is dragged away and the audience is over. Chief Miranda adds, if you want to look for more evidence, Carto is to the east, just south of the warehouse. I would not expect to learn much, but you can visit. Okay. I want to know the status of the three other nations. You might be able to find other solutions. Dann lassen wir das mal. You might be able to find other solutions. Naja, da habe ich aber jetzt nicht viel gesehen. Aber das bedeutet ja eigentlich schon, dass es da andere Lösungen für geben müsste. Test. So, Load. Quick Load.
Aber hier ist auch sonst gar nichts. Ah, okay, da hatte ich schon mit denen gesprochen. Na gut, dann gucken wir erst mal, ob wir da noch andere Lösungen finden. Haben wir eine Quest jetzt für Kato? Hier? Ja, okay, das war jetzt. Ja. Jo. The camp is a humble trading post. Only one merchant is in attendance, sitting by the fire. Fortunately, there are two guards sitting by her, otherwise you would be worried. When you get close, she waves you forward. The rumors are true. Welcome, Prince. I am Glaser. All are happy that Haven has returned. Would you like to trade? I have some unusual and precious goods. Ja, haben wir schon mal mit geredet. What are you doing? Let me see what you're selling. I don't need anything else. Yeah. You find the village of Kartu. It's a tiny settlement, only a few dozen people struggling to eke out a living in the sickly soil of the colony. There's also where Maximilian, the accused murderer, is from. You might be able to learn something useful about the case. Investigate the murder. Once the people here realize that you are the prince, they fall over themselves to help you. They are desperately eager to answer all your questions. Ask questions. There are two clans in town. One is absolutely sure that Maximilian is innocent. The other is absolutely sure he is guilty. Nobody witnessed the death in question. All of the memories of the evening of the death are faded. You leave without having learned anything of the truth of the incident. You doubt anyone will ever be sure what happened. Und hier am See. Können wir da vielleicht. Ne, da ist nix. Naja, dann müssen wir wohl zurück und sagen, dass der ohne Beweise wohl nicht schuldig gesprochen werden kann. Ups. Ah, okay, der ist wahrscheinlich dann da unten im Gefängnis. You find Maximilian, the murder suspect, who was brought to Fort Haven to receive your judgment. He sits in a cell, chained up and quivering, waiting for Chief Miranda to have time to bring him before you again. You question him, but you don't learn anything new. He denies the crime, but he would, wouldn't he? Yeah. Hätte das nicht jetzt hier irgendwas Neues triggern müssen? I got the fort.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier mein Urteil sprechen sollte. Hier können wir aber ja nichts machen. Wer seid ihr da oben? Nix. Jetzt habe ich ja zwei Sachen, wo ich nicht wirklich weiterkomme. Das Ding weiß ich nicht, was ich machen soll. Und da weiß ich ja auch nicht, was ich machen soll. Da weiß ich bei beiden nicht, ob das Spiel jetzt quasi noch was anderes vorgesehen hat. Weil hier habe ich ja jetzt bei dem gar keine Option. Da ist keine Quest oder was? Naja, da ist nix. Nö, dann habe ich keine Ahnung. Dann können wir auch von hier aus wieder woanders hin. Kato. Das können wir ja jetzt auch nicht machen. Dann gehen wir noch nach unten. Gehen wir zu den Wall Gates. Ja, und dann haben wir natürlich noch dieses eine Brigand Hideout-Dingen. Und hier scheint auch noch was zu sein. Aha. Tinker's Tower. There's a squat granite tower out here, looking out over the ocean. A sign by the door says simply Tinker, open. Looks like a shop of some sort. However, you can't get in because there's a mass of huge scorpions clustered at the door, scraping at it with their pincers. The Tinker shouts down at them from a high window, but they don't listen to her. She looks out at you. I could use some help here, if you can manage. There's a lot of them. I will help. Attack. You try to sneak up on the scorpions. It doesn't work. The moment you get close, they turn and swarm you. There are a lot of them, and they are fast. The Tinker is afraid you will be overwhelmed. She comes out to aid you in the battle. Oh, Great Scorpion. Das ist auch neu, vier Teils groß. Das gab's vorher nicht. So, da haben wir Stun Resist 60% und die 20%. Probieren wir trotzdem. Stun Resisted, aber Schaden gemacht. Nehmen wir den. Wuff. Holen wir uns den nach. Aha. Das ist der, okay, dann machen wir den. Schön viel Schaden. Ja. Dahin. Batsch, batsch. Oh, okay. Bloodletting. Ne, Bleeding. Two plus half your level. Oh, ja.
Okay. Building. Building 2. Fünf. Aha. Wirbel, Wirbel. Mal hätte ich einen Blitz nehmen sollen. Oh, okay, verblutet. Schön. So, dann gucken wir mal, dass wir die Skorpionskis kaputt machen. Blub. Aua. Holla die Waldfee. Curing. Bleeding. Preußen, okay, müssen wir nochmal machen. Okay, wer weg. Dann gucken wir mal, dass wir die bearbeiten. Wenn der noch einmal den Wirbel macht, sind eh nochmal zwei weg. Weakness, Gut. Hier drauf, dann kümmern wir uns um die. Aua. Einmal hier. Nochmal hier. Der hat ja auch noch ein Bleed. Ah, okay. The scorpions are dead. Even better, the tinker managed to survive. The she brushes the dust and scorpion gore off of her rough, handspun clothes. Thank you for your help, Prince. She kneels. This is a true honor. Please give me some time to clean up my workshop. Then stop by. I have some goods that might be useful to you. There is a squat granite tower out here, looping out over the ocean. A sign by the door says simply Tinker. Open. The Tinker opens the door and as you approach. Welcome back. I'm open for business. I have a lot of things for sale. What is your name? Oh, I think I've forgotten. I'm the Tinker. What are you doing out there here? The old Tinker smiles and makes you some tea. My family came from Haven years ago. You could actually find free land out here and resources. Then the calamity happened. They fled. I was too stubborn. This is Havenland, by contract. Some have forgotten. I never will. I'd like to shop. Ah ja, wir können Stein kaufen. Naja, brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Shielding Band. Die haben das sind zweimal, die man kaufen kann.
Naja. Mein Shielding. Aber die haben jetzt auch schon alle Ringe, also. Nee. I don't need anything. Goodbye then. Any visit from our princess, honor enough. Oh, da ist noch so ein Vieh. Mal gucken. Okay, da ist aber nur einer. Stun resisted, aber slowed. Okay. Stunt. Sehr gut. Great Scorpion. Ist noch slowed. Das war jetzt nicht so doll. Probieren wir nochmal. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen was rausholen, indem ich einfach weglaufe. Wahrscheinlich nicht viel. Stunt, sehr gut. Miss Turn. Bleeding Resist. Aber nicht am Bluten. Mit dem laufe ich jetzt hier mal weg. Bleeding, sehr gut. Das passt aber. Jetzt wechseln wir hier. Spratz. Wunderbar. You find a survey marker. Haven soldiers leave these to mark viewpoints here where much can be seen. You haven't been to this one yet, so you look around. Because you're on the shore, you can see much of the aerial woods to the northeast and the wall to the southeast. You take notes. Da sind weitere Skorpione. Das ist aber noch. Oh, okay, hier sind wir durch. Interessant. Moment, ich laufe jetzt hier einfach mal dran vorbei. Okay, da unten ist aber dann. Ne, ist nicht. Doch, Schluss. You reach the far of this abandoned quarry. Most of it is in ruins. But there are a few nice piles of dressed stone in the east. You make note to send some workers out here to get later. Ja, okay. Ich nehme an, dass da auch wieder große bei sind. Nee. Okay, dann sollten wir da eigentlich die kaputt bekommen. Oh, die haben schon ein paar Hitpoints.
Autsch. Na, machen wir den kaputt. Na, ja, wir brauchen wahrscheinlich den Heal. Häusen. Erstmal den weghauen. Zwei Preußen. Ja, das überleben die nicht. Ja, da müssen wir später dann nochmal hin. Aha, ein Haus. This Haven Settlement was once huge and busy and loud. There are the rotting remains of inns and bars and trading halls. Rowdy merchant caravans passed through here on the way to buy the precious stone and stonework of the wall. Now it is abandoned. There are a few patrols wandering around fresh from Haven. Your mother wants all this brought back to life. You have to admit it's quite a dream. The pass to the wall is to the south. It is a massive stone fortification. You see cook fires rising from within. A full battalion has arrived here ahead of you, all ready to open the way to your vassal state. Gehen wir hier gerade noch hin. Und ihr? Was steht da? The border! There's a pack of fresh eager Haven soldiers watching the road to the wall. They are all young, probably on their first posting to a colony, eager for adventure and advancement. They salute as you approach. What is your status? All is well, Prince. We're eager to bring the wall back in line. I need your opinion on the political situation. The soldiers get real quiet and nervous. They know that sharing uncensored political opinions around royalty is a great way to get seriously executed. What are your current orders? They keep the supply lines to Fort Haven open. Watch for escaping Owen and other refugees, but not to bother them unless they bother us. That's the sum of what the general said. The wall give you any trouble? When we got close to the fort to set up camp, someone fired arrows at us from the ramparts. Our mages and archers silenced them quick enough. Where's the rest of your battalion? The South Battalion is to the south, camped just outside the wall fortifications. The general had us set up camp. Now she's waiting for you. Who's your general? General Aquila, Prince. She's waiting for you before she opens the way to the wall. She's eager to speak with you. Carry on. Gladly, Prince. We will make the wall obey their contract. Okay. Ja, dann ist es aber jetzt auch erstmal wieder Zeit, einen Schnitt zu machen. Und dann werden wir uns das beim nächsten Mal wohl ansehen. Ja, und was wir da mit diesen offenen Sachen machen, weiß ich noch nicht. Ja, also dann bis zum nächsten Mal.